Ladies and Gentlemen, welcome to Palm Beach zum Finale des Pina Colada Cups. So, ihr seht noch nichts, aber das wird sich gleich ändern, liebe Freunde. Ja, welcome to the show. Es ist Freitagabend und ich muss mir irgendwann mal gescheite Hintergrundmusik besorgen. So, jetzt schauen wir mal, wo ist es denn? Wo ist es denn? Assetto Corsa, findet er mein Assetto Corsa? Das wäre sehr, sehr schön. Da ist es. Und damit nochmal herzlich willkommen. Es ist die Wait Time, die gerade abläuft aus dem freien Training, wenn man das so nennen darf. Wir warten, bis es gleich losgeht und ich glaube, wir sind heute wieder an die 15 Fahrer. Also das funktioniert immer besser und es ist heute das letzte Rennen dieser TCR-Generation. Wir haben ja vor 1,5 Jahren einen Mod rausgebracht, der identisch eine Balance of Performance aufbieten kann mit den BTCC-Fahrzeugen. Das Ganze ist ein Sim, ein First Sim Studio. First Studio Racing, so nennen sie sich, genau. Die haben vor, ja, wie gesagt, circa 1,5 Jahren einen BTCC-Mod rausgebracht. Das sind die englischen Tourenwagen. Und wir haben uns gedacht, ja Mensch, wir passen das Ganze mit den WTCR-Autos darauf an. Und jetzt sagen wir, Mensch, jetzt muss die nächste Stufe her. Denn ja, auch wenn Assetto Corsa noch nicht mehr ganz so lange existiert. Wir haben zumindest die Möglichkeit, dass wir da auch mittlerweile Regen am Start haben und das wird natürlich auch dementsprechend ausprobiert werden. So, und jetzt geht's los. Jetzt fahren die ersten raus. Es ist Qualifikationstraining. 15 Minuten. Ich gucke jetzt bloß mal, wie es mit dem Sound bestellt ist. Ja, da kommen die Bienchen. Jetzt hört das Brummen. Lieber Chat, einen wunderschönen guten Abend. Punchy, vielen Dank fürs Abo im 3. Monat. Ah, da sehen wir die Jungs schon rausfahren. Wir bleiben jetzt noch mal ganz kurz in der Ansicht, bevor wir dann reingehen ins Qualifying. Da sehen wir Fredersdorf, der rausfährt. Da hinten kommt der Alpha mit der Startnummer 242. Das ist das Auto von Jascha Wankel. Ah, gutes Rennen zuletzt gehabt, lange in Führung gelegen. Und ja, ein paar andere lassen sich noch Zeit. Ich gucke noch mal ganz kurz, ob es irgendwas gibt, was die Fahrer gemeldet haben. Nicht, dass es da irgendwo Probleme gibt, weil es sind nur ein paar rausgefahren bisher. Aber es ist ja auch noch Zeit. Simone Stiegelmeier ist die nächste, die hier mit dem Vauxhall Aster fährt. Das ist zum Beispiel ein Auto aus der BTCC-Reihe. Und da sehen wir ihn wieder. Der giftgrün-gelbe Tantrum Hyundai Elantra, pilotiert von Michael Kiesel. Auch der wieder hier mit von der Partie. Und natürlich, ich darf es nicht unterlassen, für alle, die neu dabei sind. Hallo, Freunde, hallo. Jo, wird eine dufte Geschichte, dufte Veranstaltung. Wir sehen hinten auch die ersten Autos kommen mit Rotert im Golf. Dann haben wir Palenberg mit dem MG. Das ist Stefan Kusch. Michael Dormann gibt heute sein Comeback quasi wieder in Sachen TCR. Der fährt heute mit einer ganz besonderen Lackierung. Kohlsche fährt jetzt auch raus mit dem Cliff Astra. Das ist auch ein neuer Fahrer, den wir jetzt gerade sehen mit dem Volkswagen Golf. Das ist der Kümmerling Golf. Kommen wir gleich dazu. Für unsere Stammzuschauer kein unbekannter Name. Thomas Engler heute das erste Mal mit dabei. So, ich muss hier nochmal ein paar Sachen kurz regeln in eigener Sache. Müssen wir uns das Ganze nämlich noch mal ganz kurz aufs Handy holen, dass ich euch nebenbei was erzählen kann. Und mal schauen, wie viele Zuschauer wir heute werden, denn es läuft ja jetzt dann ab 21 Uhr Holland gegen Frankreich. Ja, mal schauen. So, aber jetzt gehen wir rein ins Qualifying, liebe Freunde. Das ist unser TV-Fahrzeug, das ist die Boxengasse, da stehen noch ein paar Blinkies drin. Und nicht wundern, warum die zwei hier da noch stehen, Uwe Schlabe und David Streng. Die hatten zuletzt kleines Déjà-vu oder Disput, wie man es immer nennen kann. Und zwar ja, hatten wir ja in Sanford, wo wir letzte Woche gefahren sind, den ein oder anderen
Reibereipunkt und die zwei waren da nicht ganz unbeteiligt und hatten sich zwei Verwarnungen eingeholt und müssen jetzt im Qualifying zuschauen. Und jetzt haben wir auch alle Autos draußen. Der letzte, der rausgefahren ist, das ist die Startnummer 64. Das ist Klaus Scheller. Auch der neu mit dabei, normalerweise bekannt aus dem Porsche Carrera Cup des MSC Wahlscheid. Da haben wir jetzt mittlerweile einige mit Stefan Kusch, Werner Schlehecker, Andreas Wenk, Thomas Engler, kommen wir gleich dazu, und eben Klaus Scheller, die sich dann hier auch mal im Front angetriebenen TCR probieren. Da hat vor allem Michael Dormann heute noch mal ein bisschen Werbung gemacht, dass die beiden noch mit einsteigen und sich hier ja, mit dem Volkswagen Golf auf die Reise machen im Palm Beach. Wir gehen auch mal direkt rein, onboard ins Cockpit der Startnummer 64 von Klaus Scheller, der hier jetzt auf diese lange Gegengerade kommt. Ich schaue mal, ob wir da noch mal eine etwas bessere Kameraperspektive haben. Jawohl, wir nehmen Platz auf dem Beifahrersitz. Das Golf, eines der ältesten Autos, die wir hier im Feld mit haben. Das hier, ja, ich sag mal, ist so eine Art Haarnadel, leichter Linksknick. Und jetzt kommen wir auf Startziel. Jetzt quasi die erste fliegende Runde. Werden wir oben sehen, dass Fredersdorf mit 1,18 jetzt auch Platz 2 erobert hat. So, wir kommen hier in eine Schikane. Wir sehen die Reifenstapel. Hier kann man über die Curbs ballern. Aufpassen, der Kurvenausgang macht etwas zu. Dann hier wieder raus beschleunigen und jetzt haben wir wieder quasi so ein, ich möchte nicht sagen Nadelöhr, links anbremsen, beziehungsweise rechts anbremsen, links einziehen, da ist er etwas weit weg. Lässt da den Christian Kohlsche mit durch, mit dem Aster. Also auch hier wieder enge Linkskurve, langgezogen, jetzt langgezogene Rechtskurve. Bevor wir dann jetzt gleich wieder auf die eben schon gesehene Gegengerade kommen. Nochmal eine kleine Schikane und jetzt eben langgezogene Rechtskurve raus auf die Gegengerade. Das ist sogar ein Kurs, der auch in der IndyCar und NASCAR-Serie bereits gefahren worden ist. Hier hat man viel, viel Platz. Wir haben nur vereinzelte Tribünen. Und ich glaube, die Autos, die können es leider nicht ganz sehen. Die haben hier doch oder fahren fast aus. Die Bühne ist etwas leer. Ja, dafür haben wir hier links die Fans sitzen. Ja, die Fanzone hier. Links sehen wir dann auch die Boxengasse. Und jetzt kommen wir wieder raus auf Startziel. Und wir schauen einfach mal auf die erste Zeit von Klaus Scheller. Die ist 1,24,4. Da gibt es noch etwas Luft nach oben. So, unser Führender im Qualifying, der ist auch zugleich Führender mit, ich glaube, 105 Zählern in der Meisterschaft. Wir sprechen da von Matthias Pallenberg, dem Mann aus dem Team von Sektor 3 Racing. Davor fährt der Gesamtdritte jetzt auch auf Platz 3 mit dem Volkswagen Golf unterwegs hier. Das ist Sven Rodert. Ja, was ändert sich zur nächsten Fahrzeuggeneration, um das mal mitzugeben? Das ist eben, dass einige dieser aktuellen TCR-Fahrzeuge nicht über einen funktionierenden Scheibenwischer verfügen. Das heißt, wir werden die Fahrzeuge dementsprechend anpassen, vor allem den Audi RS3 LMS und den Hyundai Elantra. Regenreifen gibt es ja mittlerweile über den sogenannten Custom Shaders Patch. Also das heißt, man fährt ja eigentlich auch nicht mehr das Original. Originalspiel Assetto Corsa, sondern da gibt es eigentlich nur ja, die Gangart über den Content Manager. Also das ist ein separates Programm, wo du letztendlich alles drin hast. Und ja, wir sehen Rodert, der hier durch den Reifenstapel abstellt. Auch Pallenberg setzt sich zurück in die Box. Und wo ist Fredersdorf? Das ist der Zweitplatzierte, der jetzt auch hier auf Startziel kommt mit eben genau diesem Audi RS3 LMS ohne Scheibenwischer. Also das sind so Modelle, die werden angepasst. Da wird es auch wieder eine ganze Reihe neuer Autos geben, beziehungsweise an altbekannter Fahrzeugen. Oh, da kann man sogar durch den Reifenstapel. Das wird auch einen Cut geben, also die Runde ist definitiv ungültig. Also noch einmal der Versuch. Und da steht Christian Kohlsche. Der ist auf Platz 6 unterwegs. Oh, und was Michael Dormann nicht verlernt hat, das ist eben der Umgang mit dem Golf, mit seinem ja, Meisterschaftsauto, wo er 2021 den Titel geholt hat. Und jetzt fährt er heute mit der allerersten Lackierung, die er quasi noch zur VFSS-Zeitung hier mit an den Start gebracht hat. Ein roter Volkswagen Golf mit gelben Spoilern und Außenspiegel. Also da ist Dormann mit unterwegs und aktuell macht das richtig gut, trotz wenig Training. 1:19.150, die Zeit, die schnellste Zeit, die ihn bisher in die zweite Startreihe bringt. 6:50 haben wir auch noch auf der Uhr stehen. Wieder stark auch der Renault mit der 72. Das ist das Auto von Stefan Kusch.
Wie schon angesprochen, den kennen auch viele vom MSC Walscheid, wo er im Porsche Carrera Cup unterwegs ist. Und wie auch da schon erwähnt, war bei uns auch schon mal im Eifel Cup vor 2 Jahren dabei, ebenfalls mit dem Auto, damals noch im Diensten der Simracing-Gruppe Ahrweiler, also der SAGAW. So, jetzt haben wir noch ein paar Zuschauer, also wie gesagt, herzlich willkommen an der Stelle. Wir gehen weiter mal durchs Tableau, da kommt nämlich jetzt Thomas Engler mit dem Kümmerling-Golf. Normalerweise ist es der Kümmerling Porsche, Startnummer 60, die er hier mit hat. Nicht wundern, die Reifenstapel, die verschwinden gern mal, aber wie gesagt, dienen eigentlich nur zur Orientierung, dass die Fahrer da nicht durchfahren sollen. Also auch für Engler guter Einstand bisher, eine Sekunde hinter dem aktuellen Spitzenreiter. Ja, und wir haben da schon eine ganze Reihe an neuen Fahrern mit dabei, die hier eben sich ausprobieren wollen und teilweise wie Werner Schlehecker Geschmack gefunden haben an den Tourenwagen. Also da war sehr begeistert nach dem Rennen, auch der 5. Platz im 2. Durchgang von Sandford. Das hat ihm wirklich sehr, sehr gut gefallen, also war auch sehr begeistert von dem, was hier passiert. Und könnte ich mir vorstellen, dass die Jungs auch weiterhin dabei sein werden. Also Werner Schlehecker unterwegs hier, auch aktuell auf der 8. Position in den Top 10. Hat jetzt dann Engler wieder verdrängt und einer ist nach vorne gerutscht, nämlich auf die 7. Position. Das ist Jascha Wankel mit dem Alpha, der einzige Italiener, beziehungsweise mit einem italienischen Fabrikat hier im Feld. Da hatten wir ja zuletzt in Barcelona City vor 2 Wochen vor 3 Wochen ist es mittlerweile her, die Kollegen Dörr und Segschneider mit am Start. Andreas Wenk heute wieder mit der Startnummer 2 unterwegs. Nochmal zur Erklärung für alle, die neu dabei sind. Die gelben Startnummern, das sind quasi die Gaststarterlackierungen. Also wo wir von der RAC schon mal was hinterlegt haben. Da gibt es auch demnächst dann eigene Lackierungen für das Duo Jonas und Andreas Wenk. Heute meines Wissens nach Andreas wieder am Steuer. Tauscht sich da immer mit seinem Sohnemann aus. Und aktuell reicht es für Platz 10. In der Box haben wir Kiesel auf der 11. Position, Klaus Scheller auf der 12. Und dann haben wir noch die Startnummer 90. Der Schwarze mit... Oh, ich habe es wieder vergessen. Also mein Fauna und Floristik Part ist nicht allzu gut. Es sind nicht Nelken, Tulpen sind es auch nicht. Narzissen. Ich sage jetzt einfach mal Narzissen. Drauf geschissen. Ist aktuell auf der 13. Position und kommt den Jungs immer näher. Also jetzt sind wir bei 3,1 Sekunden Rückstand. Die Sissi, wie hinten drauf steht, wird langsam schneller. Orchideen. Es sind Orchideen. Jawohl. Da haben wir es doch. Vielen Dank, Uwe. Und wir haben fast einen neuen Schnellsten. Rotert mit der Attacke auf Palenberg, aber der ist direkt hinten dran, zaubert da einen Drift durch und steht jetzt in der Box. Also hat er auch relativ schnell dann in der Box abgestellt. Kusch jetzt auf der 3. Position. Und er ist zeitgleich mit Fredersdorf. Also das wird heute da vorne eine richtig enge Geschichte innerhalb der Top 10. Und Grüße gehen auch raus auf meine Frau, weil ich die Tochter mal wieder schneller zum Schlafen gebracht hat als sie. Ja, viel Spaß beim Tanzen. Also Palenberg ist minimal verrotert, aber das Qualifying ist noch 3 Minuten lang und mal schauen, was da noch passiert. Wie gesagt, Schlabe und Streng, die werden uns dann zu Rennen 1 mit begleiten. Da hinten haben wir noch ein paar Fahnenträger draußen sitzen. Top Geschichte. So, bisschen Windschatten. Ja, das macht der Fredersdorf natürlich auch richtig. Der wird jetzt dem Rotert natürlich nicht im Windschatten bieten, dass der nochmal eine Zeit fährt. Oh, und ich sehe spontane Prominenz, meine Damen und Herren. Spontane Prominenz in der Boxengasse. Da taucht ein Peugeot auf. Ein Peugeot 308 mit der Startnummer 7. Eigentlich fährt er mit der 13, aber für den Peugeot gab es noch keine Lackierung. Und das ist kein geringerer als Andy Eller. Andy Eller, der sich heute Abend mal wieder die Ehre hier gibt, mit uns zu fahren. Ja, da waren dann die Überredungskünste von Michael Dormann groß. Und der geht jetzt auch nochmal auf eine Outlap oder Information Lap. Ja, Reifen etwas warm fahren. Und es wird sehr, sehr spannend. Also ich bin ja immer froh, wenn quasi von den Veteranen ein paar immer mitfahren.
Unter anderem eben jetzt auch Andy Eller heute mit am Start. Dann haben wir 16 Piloten. Das ist momentan ein relativ ordentliches Starterfeld dafür, dass wir eigentlich Europameisterschaft haben und Sommer, was ja auch so eine Kombi ist, die gerade bei den Startern ja, eher so mäßig ankommt, wenn dann die Rennen bei gefühlt 30 Grad schwüler Außentemperatur sind. Aber die Jungs sind richtig heiß drauf. So, wir sehen Eller. Und wir schauen nochmal, Rotert ist nochmal rausgegangen, ist aktuell oder möchte da jetzt nochmal eine schnelle Runde setzen. Also das sieht derzeit relativ gut aus. Hat ja noch leichte Außenseiterchancen. Da müsste aber heute schon zwei richtig schöne Ergebnisse hinfeuern. Und zwar zweimal Platz 1 und hoffen, dass der Mann in Grün mit der 99 zweimal richtig scharf patzt. Dann wäre noch was möglich für Sven Rotert. Ich gehe jetzt auch noch mal ganz kurz rein. Also 28 Punkte sind möglich. Ich schaue noch mal auf die Tabelle. Matthias Palmberg 105. 7 Punkte dahinter. Da sehen wir dann David Streng. Und 23 Zähler hinten dran. Das ist Sven Rotert. Also wie gesagt, da ist noch was möglich in Sachen Meistertitel. Also der geht definitiv an Sektor 3. Wir haben auf Platz 4 damit 55 Punkten Moritz Fredersdorf. Uwe Schlabe hat 47 Zähler. Wankel 46. Sieg Schneider, der hat die Saison schon frühzeitig beendet, ist aber dennoch in den paar Rennen auf 34 Punkte gekommen, die er gefahren ist. Ja, also Sieg Schneider hat es auch nicht verlernt. Schwan, 29 Zähler, genauso wie David Oppermann, der musste sich kurzfristig heute abmelden. Wiethege aktuell noch mit 28 Punkten in den Top 10, die wird er wahrscheinlich verlieren an Christian Kohlsche. Und auch Andy Eller ist nicht weit weg mit 18 Zählern. Liebicher, auch der heute nicht mehr mit dabei, 15 Punkte. Nee, auf dem 15. Platz mit 18 Zählern. Wen haben wir noch? Kiesel 12 Punkte, Kusch mit 11, Schlehecker 9. Ja, also da geht es bis runter. Und ich glaube, Enrico Mausner, der fehlt uns noch. Das ist der Mann im Mercedes. Auch der hatte sich eingeschrieben gehabt. Ja, da steht Schlehecker auch schon draußen. Macht schon Feierabend. Mausner für das Bavarian Sim Racing Team mit 4 Punkten auf der 25. Position. So, und Eller, guckt euch das an. Der braucht eine Runde, um platziert sich da einfach mal auf dem 6. Platz mit dem Peugeot. Ja, das ist eine Top-Runde. Und jetzt schauen wir mal, was macht der Sven Rotert? Der ist schon in der Zielkurve, der ist da eng innen dran. Kommt da gut raus mit dem Golf. Geht da jetzt auf Startziel, reicht's noch? Die Zeit oben, das wird eine ganz, ganz enge Geschichte. Da ist der Zielstrich. Nein, bleibt Platz 2, 1.18.703 die Zeit in der vergangenen Runde. Oder beziehungsweise die beste Zeit, die letzte Runde war 1.18.826. So, die letzte, die noch draußen ist, auch jetzt vorbeigekommen. Wir hören es, das ist der Vauxhall Astra mit der Startnummer 90. Und jetzt dürfen sich auch Schlabe und Streng bereit machen, denn in wenigen Minuten geht es dann los. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal mit an. Ja, auch Stiegelmeier stellt hier brav in der Wiese ab. Eller, wie gesagt, nutzt jetzt dann das Ganze nochmal für eine Runde. Weiß nicht, ob es da nochmal eine Verbesserung gibt. Aber es ist jetzt auch kein, ich sag mal, Kurs, wo man sich großartig reinfuchsen muss, sondern Palm Beach, ja, sehr anfängerfreundlich. Und da haben wir das Endklassement, da ist das Qualifying durch und es wird super, super spannend. Also ein David Streng wird hoffen, dass man sich bei Sektor 3 wieder mal schön gegenseitig in die Palme schießt und damit aus dem Rennen nimmt. Palenberg und Rotert, die teilen sich Startreihe 1. Einmal der neue MG 6X Power, den wird es auch weiterhin geben. Also da werden wir dafür sorgen. Und der Volkswagen Golf GTI, ja, das ist quasi der Allrounder. In der ersten Startreihe, also die 99 und die 11, Palenberg und Rotert am Steuer, die Startreihe 2, da hat sich dann Fredersdorf mit dem Audi noch nach vorne geschoben auf die dritte Position. Dahinter dann Stefan Kusch im Renault Megane. Also wir sehen, es ist ein schön durchmischtes Feld. Platz 5 geht an den Vauxhall Astra mit der Startnummer 8. Das ist Christian Kohlsche mit der Cliff-Lackierung. Dann haben wir Andy Eller eben gesehen mit der Startnummer 7 im Peugeot 308. Auf der 6. Position Reihe 4 dann mit Michael Dormann im Volkswagen Golf. Nebendran Jascha Wankel im Alfa Romeo Giulietta TCR. Reihe 5, da stehen dann, ja, ich sag mal, die Porsche-Fahrer, die sind relativ flott unterwegs. Schlehecker mit dem Megane und Thomas Engler schiebt sich bei seinem ersten Einsatz direkt auf die 10. Position. Das ist die 5. Startreihe. Und wenn ihr euch mal die Zeiten anschaut unter der Rubik Gap, alle rund um die 0,8, 0,9 Sekunden. Das ist ein Bruchteil. Das wird richtig eng auch weiter vorne.
Wir schauen auf die zweite Seite und da finden wir in der sechsten Startreihe den Audi mit der Startnummer 2. Das ist das Auto mit Andreas Wenk. Dahinter dann Michael Kiesel auf der 12. Dann haben wir auf der 13. Position Klaus Steller, der steht neben Simone Stiegelmeier. Ja, und die beiden Streithähne Schlabe und Streng, die finden wir auf den Positionen 15 und 16. Quasi Startreihe 8 und mit 16 Fahrern haben wir ein ganz ordentliches Feld. Ihr geht nochmal kurz Musik und dann geht's gleich rein in diesen ersten Durchgang hier in Palm Beach. Super, also die Musik, die müssen wir mal etwas genauer abstimmen, dass die dann auch schön langsam ausgeht. Ja, 40 Sekunden noch, dann geht's raus. Es ist das 11. Einzelrennen in diesem ja, kurzen Pina Colada Cup. 30 Sekunden sind es gleich noch bis zum Start. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie man sich dann auf der Strecke Platz lässt. Es ist Platz da, es gibt auch die ersten Flashlights schon. Und wir gehen gleich rein, liebe Freunde. Also auch nochmal ein wirklich herzliches Willkommen an alle, die jetzt noch dazuschalten. Natürlich mit Hallo, Freunde, hallo. 5 Sekunden noch, die Ampeln sind an und dann wird es gleich losgehen. In das erste Rennen am heutigen Abend, 25 Minuten sind angesetzt. Wir müssen in die TV-Kamera und wir sehen, dass die Meute ganz gut wegkommt. Unter anderem Roter, der sich da innen reinsetzen kann gegen Palmberg. Ui! Und da kommt es fast schon zum Crash. Da kommt es fast schon zum Crash. Und einen Bombenstart hat Christian Kohlsche mit dem Vauxhall Astra. Der kommt hier direkt vor. Fredersdorf, der hat einige Positionen verloren, aber das Feld ist noch relativ gut zusammen. Ich sehe da noch keine Verluste. Da sehen wir Wenk, der außen an Engler vorbeigeht. Kiesel hat einen super Start, kommt da gut weg. Jetzt auch schon eine Position gut gemacht. Da vorne haben wir Andy Eller, jetzt schon auf der 5. Der kämpft gegen den Teamkollegen aus Max Racing. Zeigen. Michael Dormann, ja, man ist ja da mit Max Racing nicht mehr ganz so aktiv im AC-Bereich, aber kann wieder kommen. Ah, so, wir schauen. Ja, da verschiebt es dann ein und da hinten ist Wenk. Wir schauen, wo Wenk ist. Da staubt es etwas im Blätterwald. Aber die Jungs lassen sich noch am Leben. Wir kommen das erste Mal rein in die Gegengerade. Ja, da sehen wir auch Uwe Schlabe schon auf der 12. Position. Während sich Kiesel und Engler da gerade alles geben um den 10. Platz, der auch nochmal wichtig werden kann. Denn zweites Rennen wird in umgekehrter Reihenfolge gefahren. Also für alle, die jetzt noch nicht so oft bei uns zugeschaut haben, erstes Rennen, 25 Minuten inklusive einem Pflichtboxenstopp. Dann müssen Reifen gewechselt werden. Und da steht Simone Stiegelmeier. Die hatte einen Verbremser, geht jetzt wieder raus auf die Strecke. Und wir sehen Engler gegen Kiesel. Das ist ein feines Duell, was wir da am Start haben. Schlabe mit dem MG auch schon hinten dran. Und dann sehen wir David Streng. Auch der ja noch mit Meisterschaftsmöglichkeiten.
Das wird sehr, sehr spannend. Klaus Scheller ist mit dabei und da hinten sehen wir Werner Schlehecker, ja, einige Positionen verloren. Aber wie gesagt, es ist ein Rennen über 25 Minuten und man kann da durch diesen Pflichtboxenstopp auch teilweise einiges gut machen. Palenberg, der möchte seinen, ja, Cup gewinnen, nicht anbrennen lassen. Der geht da vorne weg und hinten sehen wir Rotert gegen Kohlsche. Also, wie gesagt, was der Christian Kohlsche jetzt für Rennen zu Rennen hier rauszaubert, das ist beeindruckend, weil dieser Vauxhall Astra BTCC, der galt immer etwas als unterlegen. Ah, schöner Linkssitzer, wird wahrscheinlich dann auch in einer etwas, ja, knalligeren WTCR-Version nochmal kommen. Hat auch schon Scheibenwischer dran, bekommt nochmal einen etwas anderen Reifen draufgesetzt und dann passt die Geschichte. Dann haben wir da eigentlich quasi auch, wenn wir ein Opel-Zeichen noch draufpappen, richtig schön Opel Astra wieder im Feld. Eine neue, moderne Version. Hinten sehen wir, dass Engler mit dem Auto noch etwas Probleme hat. Und wir sehen Streng, der ist auf der 12 und Schlabe zurückgefallen auf die 14. Position. Ich hoffe nicht, dass es zwischen den beiden schon wieder gescheppert hat. Ja, das wäre sehr, sehr unschön. Ja, war auch anscheinend nur ein kleiner Fehler von Schlabe. Der hier mit dem MG aktuell auf der 14. Position rangiert, vorne, da qualmt es ordentlich und an Teilen der Strecken ist es auch schon etwas dunkel. Also wir hatten 16 Uhr als Zeit eingestellt. Nicht, dass wir da heute noch in die Nacht reinfahren, hier in Palm Beach. Wobei, hätte auch mal was. Sind wir ganz ehrlich. Also Schlabe vor Werner Schlehecker. Ja, und der Schlabe kommt mit der Strecke noch nicht ganz so klar. Und wir haben ganz viel Volkswagen, fällt mir gerade auf. Unter anderem eben hier David Streng, der da vorbei möchte an Thomas Engler. Ab Top 10 gibt es die Big Points in Anführungszeichen. Und jetzt haben wir Andy Eller gegen Michael Dormann. Davor haben wir Kusch und hinten dran sitzt Fredersdorf. Und wir sehen es oben, es ist eine schöne Markenvielfalt in den Top 10. So ziemlich alles vertreten. Jetzt ist Eller wieder vorbeigegangen und Fredersdorf probiert es im Drift. Der will da auch noch ziemlich schnell durch. Also die Top 6, 7, die haben da eine wirklich Top-Pace drauf. 1.18.9, neue schnellste Runde von Palenberg hier nach Umlauf 3. Wanke auf der 8, hat sich da schon etwas lösen können. Da kommt Michael Kiesel mit dem Elandra. Ja, eigentlich für die Strecke eher ungeeignet, das Schiff, die Titanic unter den Tourenwagen. Der Fließheck Elandra und wir haben Uwe Schlabe. Uwe Schlabe mit dem Dachflip! Der Dachflip! Der Dachflip! Was ist da passiert? Uwe Schlabe legt das Auto aufs Dach. Ich glaube, mein Auto ist kaputt. Und da ist auch Klaus Scheller. Uwe Schlabe mit dem Dachflip. Ich konnte leider nicht sehen, was da passiert ist. Fährt jetzt auch wieder raus, Uwe Schlabe. Hat auch nicht viel Zeit verloren. Ja, das ist, aber was da passiert ist, wissen wir nicht genau. Er ist auf jeden Fall weiter dabei, kämpft und da ist jetzt auch noch einiges möglich. So, wir gehen wieder nach vorne. Kusch ist etwas näher rangekommen an Kohlsche. Aber wir haben den ersten Dachflip des Abends, liebe Freunde. Und wer bei uns einen Dachflip hat, das ist, ja, wie gesagt, Finke hat es irgendwann mal eingeführt in Las Vegas. Nicht in Las Vegas. Laguna Seca fängt auch mit L an. Ja, da hat das eingeführt, hat mal den BMW 330 BTCC schön über den Curb drüber geschmissen und das Auto lag dann am Dach. Seitdem trägt er den Spitznamen Finkenato Dachflip und man eifert ihm stark nach. Wie eben gesehen, Uwe Schlabe, also spektakulärer Unfall hier in Palm Beach im ersten Durchgang. Wie gesagt, ist noch alles möglich. David Streng gegen Andreas Wenk geht jetzt durch, ist jetzt angekommen in den Big Points, macht da zwei Zähler, aber verliert natürlich aktuell noch 12 Punkte auf den Teamkollegen Palenberg. Dem müsste jetzt quasi was Ähnliches unterlaufen, aber Streng geht hier stark nach vorne, gibt da mal ganz kurz Flashlights. Wurde vorhin auch im Fahrerbriefing mal angesprochen, dass man da nicht permanent mit den Flashlights durchfahren soll. Aber das macht der David Streng ganz routiniert. So, Kiesel mit dem Elantra, der leuchtet hier alles aus. So, nicht irritieren lassen von der Anzeige. Wir schauen, Kusch gegen Eller. Also Andi Eller mit dem Peugeot direkt auf der 5. Position, Dormann dahinter.
Man fährt da eine relativ schöne, schnelle Pace und jetzt auch Rotert mit 1.18.7. Unser neuer Mann mit der schnellsten Runde. Gibt zwar keine Punkte, fühlt sich aber gut an, ne? Und Dormann mit dem Fehler beim Rausbremsen! Oder rausbeschleunigen! Ich glaube, der war da etwas zu flott dran und verliert das Auto. Kommt da jetzt vor Engler und Wenk wieder raus? Die haben jetzt natürlich Überschuss. Thomas Engler, der macht das richtig, richtig gut. Und auch Werner Schlehecker, der ist schon neben Wenk. Ah, da gibt es ein bisschen Kontakt. Das ist beim Tourenwagen normal. Also die paar Dellen, die Wenk da in der Karosse hat. Das ist so. Das ist ein Verschleißteil. Bei Rallye- und Tourenwagenfahrzeugen, das ist, ja, muss man damit leben, dass man da etwas mehr Kontakt hat. Solange da keiner abfliegt, alles in Ordnung. Und auch hier natürlich nach dem Motto Gentleman's Agreement. Aber Dormann, ja, Platz 5, 6, das war gut. Und dann eben mit diesem Fahrfehler. Muss er öfter ran, der Michael Dormann, muss wieder mehr Tourenwagen fahren. Im Porsche Cup ist er auch gut unterwegs. Und momentan hätte er die Pole für den zweiten Durchgang. Wie gesagt, Platz 10, umgekehrte Reihenfolge. Und jetzt ist Eller vorbei an Stefan Kusch. Wir schauen, ob Kusch kontern kann. Mit dem Megane. Aber wie gesagt, auch Stefan Kusch, Platz 3 war es. Im ersten Rennen in Sandford hat er schon richtig, richtig stark aufgegeigt. Also der hat richtig Gefallen und Freude an den Tourenwagen. Und hinten sehen wir Schlehecker gegen Wenk. Ja, da glühen die Bremsscheiben auf. Und der Wenk prüft die Rallye-Qualitäten seines RS3 mal etwas über die Wiese gefahren. Aber das ist, die Jungs sind so schnell mit dran. Ja, das sind, wie gesagt, erfahrene Simracer. Aber sie sind schnell dran. Und wie gesagt, wenn wir auch hier mal unten auf die Zeiten von Simone Stiegelmeier achten, die ist schon eine 1.22.3 gefahren. Also das ist nicht weit weg von den Jungs. Und die sieht auch Klaus Scheller unweit vor sich. Ja, der fährt hier mit dem frontangetriebenen Volkswagen Golf TCR. Also man kommt da schnell rein und das ist auch immer wieder der Appell an alle, die jetzt vielleicht im Stream sitzen oder das Ganze später auf unserem YouTube-Kanal mitverfolgen und sich das Rennen nochmal mit ansehen. Wie gesagt, bei Twitch wird es ja nur über eine gewisse Zeit gespeichert. Da haben wir dann schon, während wir jetzt hier Platztausch haben, Streng geht vorbei an Kiesel. Wir haben da schon die Situation, dass immer wieder Neulinge auch bei uns mit reinkommen, gerade in den Tourenwagenbereich. Der ist relativ einfach zu handeln. Gerade die frontangetriebenen Tourenwagen machen es wirklich einfach. Und wir haben Thomas Engler mit dem ersten Stop des heutigen Abends. Also der kommt jetzt rein, wird einmal Reifen wechseln lassen, geht dann direkt wieder raus. So, da steht er. Und wir gehen wieder rein ins Rennen. Da haben wir... Streng jetzt auf der 8. Ja, ich muss bloß gerade mal kurz hochrechnen. Und Stefan Kusch mit dem Renault steht draußen. Nimmt jetzt wieder Fahrt auf und Streng macht die nächste Position gut. Auch Kiesel zieht da außen vorbei. Ja, möge man meinen, ist noch etwas Platz da für Kusch. Aber Stefan Kusch, der schlägt sich dennoch hier super. Also, wir gefallen die Neuen wirklich gut und um das jetzt mal fertig zu bringen, werden wir jetzt Eller haben, der vorbeigeht an Kohlsche. Sie lassen mich aber auch nicht ausreden. Also, wie gesagt, habt keine Angst davor. Wenn ihr Assetto Corsa habt, möchtet mal online mitfahren, auch in so einer Rennserie. Auch die alten Hasen wie Eller, wie Dormann, Kiesel, die hier schon seit der gefühlten Ewigkeit mitfahren, die sind da auch relativ offen, die geben euch gerne Tipps. Also, da gerne auf die Jungs auch zugehen. Hier werden sie geholfen, machen wir irgendeinen Werbeslogan. Das ist also wirklich, man ist da sehr offen gegenüber den neuen Mitgliedern und ich kann euch nur so viel sagen. Bis heute Mittag war der Start von Engler nicht klar und der Start von Scheller. Die, wie gesagt, wurden dann überredet und fahren heute Abend schon mit und kommen mit den Zeiten eigentlich ganz gut klar. Also da, wie gesagt, keine Scheu, wir sind da sehr, sehr anfängerfreundlich und das kann ich gern weitergeben. Also wie gesagt, wenn ihr jetzt gerade zuschaut oder beziehungsweise dann später die Wiederholung schaut, gerne mit einsteigen, Discord-Link findet ihr hier am Kanal, dann die Mitgliederrolle euch geben lassen und dann habt ihr eigentlich auch die Möglichkeit schon mit den Leuten zu sprechen bzw. zu schreiben und die geben euch auch gerne Tipps, die setzen sich auch, wenn Zeit ist, mal zusammen.
Engler ist wieder rausgefahren, hat einen etwas längeren Stop gehabt, so wie es scheint. Weil letzte Runde 1,27. Der Pflichtboxenstopp ist absolviert, ist jetzt gerade 18,9 Sekunden hinter Uwe Schlabe, aber die müssen alle noch reinkommen. Dormann hat aufgeschlossen auf die Dreiergruppe. Rund um Kiesel und Kusch. Und ja, es ist mächtig Betrieb. Wankel drin, Streng drin, Fredersdorf drin und Stefan Kusch mit dem Dreher in der Boxengasse. Da hinten sehen wir auch Wenk. Jetzt fahren die ersten wieder raus. Wir gehen mit beim Audi mit der 444. Moritz, Freddy, Fredersdorf. Der eigentlich mal über die Rallye hier reinkam. Jemand von den Sim Racing Buddies, wenn ich es jetzt ganz richtig im Kopf habe. Also die machen, glaube ich, auch so einen Podcast, wenn ich es richtig weiß oder mitbekommen habe. Da gerne auch mal reinhören. Da können wir uns auch mal einen Link geben lassen. Also Fredersdorf war eigentlich mal wegen der Rallye da. Linse ich einfach mal rein hier bei uns in den Rallye-Chat. Der ist in der Gesamtwertung der Rallye. Da wird es ja auch eine Season 2 geben. Fredersdorf war Fünfter mit einem Volkswagen Polo in der Gesamtwertung. Ich glaube, der war dann sogar am Ende Platz 4. So ist es. Also, Moritz Fredersdorf, richtig gut unterwegs gewesen in Sachen Rallye-Sport. Tolle Geschichte. Aber kommen wir wieder zurück. Jetzt auch die beiden Führenden an der Box. Und Palenberg hat eine schlechte Runde gehabt. 1,26,0. Was ist da passiert? Hat jetzt auch Probleme. Wir achten auf Roter, beziehungsweise bleiben gerade Kiesel und Dormann draußen, die beiden Michis. Ganz vorne an der Spitze, gerade der Peugeot mit der 7. Das ist Andy Eller. In den Talbot-Farben von Peugeot. Ja, das hat man Mitte der 80er gefahren auf den Autos. Auf dem 205. Ja, waren schöne, rassige Rallye-Autos. Und das Design, ja. Ich bin so ein Freund von alten Lackierungen. Die haben irgendwas. Ne? Das ist nicht dieses teilweise verschnörkelte, wie wir es heute haben, mit ganz viel Airbrush und ganz viel Freestyle. Sondern, ja, war einfach noch sportlich. Das ist auch was mit einem Wiedererkennungswert. Und dementsprechend, ja, sieht es gerade gut aus. Auch die Lackierung ist ja bekannt vom Opel Calibra. Damals gefahren von Cece Lechto, beziehungsweise Manuel Reuter ist damit 1996 in der ITC Meister geworden. So, jetzt haben wir auch Kohlsche, der da abbiegt Richtung Boxengasse. Und Ella bleibt draußen. Wir schauen, Kiesel, auch der mit der Startnummer 96, bleibt draußen. Was macht Michael Dormann? Biegt ab in die Boxenstraße. Dadurch Werner Schlehecker schon vorgerutscht auf die fünfte Position. Und guckt euch an, was passiert ist. Sven Rothart, der, ich sag mal, jetzt virtuell Führende an dieser Stelle, ist vorbeigegangen am Palenberg. Wir haben nicht gesehen, was bei Matthias Palenberg passiert ist. Aber der hatte, wir sehen es ja auch jetzt, eine 1,40. Zuvor eine 1,26, also der war richtig im Problem. Und klar, ist jetzt auf Position 5, hängt aber jetzt eine Sekunde hinterm Teamkollegen. Und wie gesagt, das ist ein richtiger Rookie, Sven Rother. Der ist noch nicht viel gefahren, aber der fuchst sich da unglaublich rein in die Geschichte und ist relativ flott unterwegs. Mein Gut, er lernt auch von Leuten, die wirklich schon lange im Sim-Racing dabei sind. Mit Andreas Käferlein, ja, den BF, dem Best Friend, hat er natürlich einen guten Lehrmeister, hat sich das Ganze im Februar zugelegt. Also wie gesagt, wenn ihr mal einsteigen wollt und habt gerade ein bisschen Geld übrig für einen Rick, dann gerne investieren und ihr habt hier die Fläche, ihr könnt hier Kilometer sammeln. Da haben wir einige Fahrer am Start, die das machen. Wie gesagt, Sven Rother, der ist jetzt drauf und dran und könnte hier tatsächlich sein erstes Rennen gewinnen nach circa 3 Monaten. Da ist er dabei. Palenberg möchte da nochmal ein Wörtchen mitsprechen und da vorne sehen wir dann auch Schlehecker schon. Kohlsche aktuell ja auch nicht weit weg. Und Fredersdorf, ja, man ist da in der Spitze relativ nah zusammen. Hinten sehen wir Wankel und Streng. Auch der David Streng geht es da weiter nach vorne. Und jetzt haben wir den Hyundai mit der 96 in der Box. Das ist Michael Kiesel. Der wird da auch gleich wieder rausfahren. Hinten sehen wir die Truppe. Und da geht's los. Ja, auch Kiesel. Zuletzt Top-Ergebnis im Porsche Carrera Cup. Das MSC Walscheid gehabt. Immer wieder mal aufs Podium gefahren. Zweimal Zweiter in Spielberg. Einmal Dritter beim Rennen in Watkins Glen.
ersten Durchgang, im zweiten war dann in einer Massenkollision verwickelt. Da ging es dann ziemlich weit nach hinten und jetzt aktuell auf der 9. Position. Mal schauen, wie weit es dann auch nach vorne gehen kann. Klaus Scheller war noch nicht drin, deswegen aktuell auf der 10. Position. Auch da stimmen die Zeiten langsam. Jetzt 1:20.0, die bisher beste Zeit von Klaus Scheller. Und vorne ist unser Tower, aber der meldet jetzt einen ganz langsam fahrenden Christian Kulce. Der ist jetzt direkt vor Wankel bzw. Streng. Auch da Geschichte zur Lackierung. Die Lackierung war eigentlich mal angefordert für Arno Spätkens. Ja, der hat die dann ein Rennen gefahren beim 2,4-Stunden-Rennen in Sebring, was wir dann beim Race in Mai hatten. Und die Lackierung, ja, wie gesagt, solche Lackierungen, die willst du nicht einfach so hergeben. So, jetzt aber Wankel mit einem ganz späten Bremsmanöver. Uiuiui. Da war Lücke da und Wankel nutzt sie mit, ich sag mal, einem sehr, sehr harten Manöver aus. David Steng auch direkt durchgefahren. Und wo kommt Andi Eller raus? Der ist auf der 4. Eller ist nicht weit weg und neu an der Spitze, weil noch nicht in der Box, Werner Schlehecker. Der Mann mit dem Renault Megane, wie gesagt, auch starker Einstand mit Platz 5 im zweiten Durchgang von Sanford. Ich glaube, es war der vergangene Sonntag. Ja, genau, weil wir hatten ja zwischendurch Europameisterschaft. Und jetzt haben wir Streng vorbei an Wankel. Streng. Dahinter ist dann auch schon wieder Christian Kulce. Und Rudert bleibt weiter vor Palenberg. Und die laufen jetzt eben auch auf Schlehecker. Und auch auf den Peugeot mit der 7 muss man definitiv achten. Andi Eller, jetzt schon auf der 3. Position. Ich weiß nicht, ob er die Strecke sich mal ein paar Runden angesehen hat oder wirklich ein absoluter Kaltstart hier rein. Wir werden sehen. Wir schauen jetzt auf jeden Fall mal, was die zwei hier vorne zaubern. Wie gesagt, da geht es auch noch um die Meisterschaft. Auch wenn der Vorteil natürlich bei Matthias Palenberg liegt. Jetzt haben wir gleich ein bereinigtes Klassement, weil Schlehecker abgebogen ist. Und jetzt geht es um die Spitze. Rotert gegen Palenberg. Deutschland gegen Belgien. Könnte ein Duell für ein Viertelfinale sein bei der Fußball-EM, wobei die Belgier keinen guten Start hatten. Und jetzt auch Rotert besser rausgekommen. An der Stelle hinten Eller nur noch 2 Sekunden weg. Auch der wird jetzt richtig Gas geben. Hinten sehen wir dann Fredersdorf. Der wird jetzt gleich bei Simone Stiegelmeier vorbeischlupfen. Und dann haben wir auf der 5, guck an, David Streng. Ja, verliert da gar nicht so viele Punkte. Kulce ist wieder vorbeigegangen an Wankel. Wankel auf der 7. Dann sehen wir auch schon Michael Kiesel auf der 8. Schlehecker ist rausgekommen vor Michael Daumann auf der 9. Position. Und guckt euch an, Uwe Schlabe. Uwe Schlabe trotz Überschlag und Dachflip auf der 11. Und da müsste der Boxenstopp sogar schon gezählt haben. Wenk auf der 12, Stefan Kusch auf der 13. Position, dann Thomas Engler auf der 14, Klaus Scheller auf der 15 und Simone Stiegelmeier gerade unterwegs auf der 16. Position. Aber wie gesagt, die nutzt das Ganze hier, um Kilometer reinzuholen. Das war auch eine Aussage, die wir unter der Woche mal hatten im Chat. Die sagt, sie nutzt da wirklich jeden Moment und wir sehen es ja auch von den Zeiten her, die werden besser, die werden stabiler. Rotert hat vorne die Sekunde reingefahren. Nötige Sekunde ist jetzt schneller als Palenberg. Und Andi Eller, der fliegt. 1:18.7. So, ja, wie gesagt, Grumm um den Reifenstapel. Die restlichen Zeiten sehen auch ganz gut aus. Und Michael Dommert ist jetzt vorbei an Schlehecker auf die 9. Position. Also vorne wie hinten, es passiert überall was. Noch 4 Minuten 20 zu fahren in diesem ersten Durchgang. Und ich sag mal so, er ist noch nicht vorentscheidend. Also immer noch die Möglichkeit auch für einen David Streng, aktuell auf der 5. Position. Der verliert nochmal ein paar Pünktchen, aber theoretisch immer noch möglich, weil ja, Palenberg nicht gewinnt und holt nicht die volle Punktzahl. Und, wir haben auch noch, ja, wie gesagt, etwas Zeit und man sieht ja auch, dass da ein Moritz Fredersdorf auf einer starken, für ihn persönlich starken 4. Position unterwegs ist. 1:8 dahinter David Streng, der mit dem Golf ein ganz sauberes Rennen bisher hat. Und auch Kulce und Wankel machen es wirklich sehr, sehr gut. Jascha Wankel mit dem Alpha, ja, das ist auch jemand, der von der Driftszene mitkommt und super schnell hier reingefunden hat. Also die machen hier wirklich für ihren ersten Cup, Rundstrecken-Cup, einiges gut. Wankel auch ja schon in Sachen Rallye unterwegs gewesen. Also es ist wirklich sehr schön, die Entwicklung der Fahrer auch mitzubekommen. So, was macht Rotert vorne?
1192 1 18 784. Sorry, 1 18 74. Die Zeit von Matthias Palmberg. Komm dran, aber auch der Andi Eller ist dran. Und Simone Stiegelmeier steht hier Ende der Geraden, hat sich da verbremst, wird das Rennen dann jetzt gleich wieder in Angriff nehmen. Das zweite Rennen stellt da erstmal in der Box ab. Aber vorne ist es richtig eng. Die anderen, ja, alle so mit, ich sag mal, schönen regulären Abständen, so 1,5 bis 2 Sekunden. Ja, man lässt sich da etwas Platz zum Atmen. Und hinter Schlehecker, da wird es nochmal etwas eng. Da kommt Uwe Schlabe mit dem MG näher ran. Aber was passiert vorne? Was passiert gerade vorne? Hinten sehen wir den Andi Eller mit dem Peugeot, der da auch näher kommt. Wir sehen beim MG die Lichter, die an sind. Ja, rotert mit einem leichten Verbremser. Der fährt hier mit dem Golf, glaube ich, eine etwas andere Linie. Es sind nicht mehr viele Kilometer für Sven Rotert, für den Rookie. ...1.19.1 war in der vergangenen Runde sogar etwas schneller. Und wir sind im vorletzten Umlauf. 1.19.1, Spannung bis zur letzten Runde, was das Thema Sieg hier in Durchgang 1 betrifft. Und jetzt ist auch Ella dran. Jetzt ist Ella dran, nur noch eine Sekunde. Der ist jetzt sogar unter einer Sekunde schon. Keine angenehme Situation für Pale. Chris, wen habe ich anfangs abgeschossen? Ich kann es dir gar nicht erzählen, weil wir hatten eigentlich das Gefühl, dass du einen relativ sauberen Start hattest. Also man hat nichts gesehen. Ihr wart alle gut unterwegs, seid alle sauber rausgekommen. Ich weiß nicht, wann das passiert sein soll, aber... Oh, derjenige hat sich nicht beschwert. Er nutzt hier den letzten Zentimeter des Körbs aus. Das ist Wahnsinn. So, was macht Rotha? Der geht gleich rein. Ich weiß nicht, ob da jemand nervös wird. Ja, wenn er weiß, es ist eigentlich, ja, Pina Colada Cup ist ja so ein Freizeitevent in Anführungszeichen, was wir gemacht haben, einfach bloß um zu fahren, um diese wunderschönen Autos nochmal zu sehen mit der aktuellen Physik. Die wird auch bleiben, aber gesagt, wir werden in Zukunft hier auch mal nasse Wetterbedingungen haben, dass man ja in Assetto Corsa nicht so oft sieht. 1.18.9, Rotert, jetzt in der letzten Runde. Wie gesagt, er hat die Möglichkeit, kann hier sein allererstes Tourenwagenrennen gewinnen und Palenberg kriegt dann nochmal Druck von Andi Eller. Weiter hinten haben wir Kiesel, der jetzt nochmal bei Wankel vorbei möchte, aber wir bleiben jetzt mal auf dem Kampf ganz vorne. Es geht da um die Reihenfolge am Podest, wer steht ganz oben und aktuell ist es der silber-schwarzfarbene Golf und der Teamchef, der wird richtig, richtig abgehen auf Mallorca, nicht nur, weil er da gerade Urlaub macht, sondern der wird sich da richtig freuen, dass eben die jungen Fahrer, die er damit im Team heranzieht, da so performen und Rotert gibt hier alles. Der ist gerade richtig heiß drauf und jetzt zieht er auch raus und hinten sehen wir, dass Palmberg jetzt gegen Eller kämpfen muss. Also für Rotert ist der Weg letztendlich geebnet, dass er hier nach dann gefahrenen 19 Runden den ersten Sieg einheimst. Es ist nur noch da vorne diese langgezogene rechts und was passiert dahinter, was passiert hinten dran? Eller ist nebendran. Da sieht er die Lücke, Palenberg macht die dann noch zu und jetzt ist es wirklich nur noch rausbeschleunigen. Und Palenberg verliert die zweite Position gegen Andi Eller. Ist es möglich? Oder der kommt auf Startziel und Palenberg macht dann nochmal die Tür zu gegen den Peugeot von Eller. Das sind die ersten drei. Rotert, Palenberg, Eller und dann kommt Moritz Fredersdorf auf der vierten Position. Dahinter David Streng, der vom letzten Platz gestartet ist ins Rennen, der wird Fünfter. Und dann haben wir ein schönes Dreiergrupp hier mit Kohlsche, Wankel und Kiesel auf den Positionen 6 bis 8. Michael Dormann ist dann der Nächste, der kommt, der wird gleich aus Reihe 1 starten. Nicht von der Pole, aber vom Platz 2, da gibt es sogar nochmal den Scheibenwischer. Ja, wie gesagt, der hat ihn schon dran. Schlehecker auf der 10, Schlabe auf der 11. Andreas Wenk erwarten wir dann gleich auf der 12. Position mit dem Audi. Auch da wieder, ja, stabiles Rennen. Und dann kommt Stefan Kusch. Ah, da war ein bisschen Pech bei Kusch im Spiel. Engler wird 14. Der hat aber auch schon ansatzweise Potenzial gezeigt, was er mitbringt. Und Klaus Scheller, also die beiden Neuen auf den Positionen 14 und 15. Jetzt erstmal durchatmen. Und das war wieder richtig, richtig geiler Sport, den wir hier gesehen haben. Richtig geiles Tourenwagen-Racing.
Ja, und das ist der Sieger des ersten Durchgangs. Er hat ihn, den allerersten, den Debütsieg. Der lange Lacke. Wie gesagt, da wird es richtig Freude geben. Richtig stark gemacht von Sven Rothart, also Gratulation. Wie gesagt, er war bei mir hier gesessen, hat sich das Rig bestellt im Februar, ist dann erst seit März am Fahren und das macht er richtig top. Jetzt nochmal in der Übersicht das Ergebnis. Also, der Mann aus Indien mit dem Bestwert, Platz 1 mit der Startnummer 11. Ganz vorne dann Pallenberg und Eller. Da war es nochmal richtig knapp am Ende. Fredersdorf, Streng, Kohlsche, Wankel, Kiesel, Dormann und Schläger. So, 30 FPS ist einfach eine andere Liga. Also David Streng, der wird auch gleich nochmal auf den Server kommen. Und hier auch nochmal die zweite Seite und dann eben auch die ganzen Jungs, die hier heute nicht mit dabei sind. Ja, Mädels kann man nicht sagen, weil das Mädel fährt. Die ist 16er geworden. Ja, die kommt da immer besser rein in das ganze Thema. Und so soll es auch sein. So, ihr bekommt nochmal ganz kurz Musik. Dann haben wir eine kleine Pause und dann geht es gleich rein ins zweite Rennen mit 25 Minuten. So, wir kommen zurück und gehen jetzt dann gleich mal durch die Startaufstellung im zweiten Durchgang. Und ihr seht schon, da steht ein Mann ganz vorne mit der Startnummer 62. Das ist Werner Schlehecker. Daneben, oh, ich weiß gar nicht, ob man es sehen kann. Gehen wir mal durch. Das ist der Golf mit Michael Dormann, die Startnummer 27. In der zweiten Reihe dann Kiesel, der auf Platz 3 starten wird. Daneben dann der Alpha mit der 242. Jascha Wankel, Christian Kohlsche haben wir auf der Position 5. Neben dann David Streng, der wird vielleicht hoffen, dass da jetzt nochmal ein Wunder passiert. Moritz Fredersdorf, der steht auf der 7, das ist das grüne Auto hier hinten. Nebendran Andi Eller, dann haben wir Matthias Pallenberg auf der 9. Nebendran, ja, der Sieger aus Durchgang 1, Sven Rothart. Und dann kommen wir eben zur 11. Position, NG, Uwe Schlabe. Nebendran Andreas Wenk, Stefan Kusch und Thomas Engler teilen sich Startreihe 7 und die Startreihe 8 mit Klaus Scheller und Simone Stiegelmeier. Ja, das ist das letzte Rennen dieses Pina Colada Cups. Wir haben da demnächst definitiv mehr wieder Programm für euch. Gibt jetzt dann auch im Sommer noch mal ein paar Einzel-Events. 30 Sekunden sind es noch. Also präsentieren können wir heute noch nichts. Aber wie gesagt, ihr bekommt ja von uns regelmäßig Programm. Und es ist auch noch was mit dem MSC Waldschreck geplant. Die werden einen BTCC Cup ausrichten. Also die alten Tourenwagen aus der SDW-Zeit oder BTCC. Dann für 3 Rennen im Sommer geplant, genauso wie ein LMP2-Rennen und ein GT3-Rennen. Also auch der Juli hat es in sich. Noch 4 Sekunden und dann gehen wir rein. Zweiter Durchgang. Los geht's, Freunde. Werner Schlehecker kommt da gut weg
Und was macht der Michael Dormann? Erwischt er den besseren Start? Ja, Dormann kommt direkt neben Schneehecker. Beide gut ausgekommen aus den Startlöchern. So, dahinter haben wir dann Wankel, Kiesel, da geht's etwas weit und ich glaube, da war dann schon einer gestanden. Das ist Palenberg und Andi Eller im Rückwärtsgang. Klaus Scheller steht. Da sehen wir dann Simone Stiegelmeier und Eller, den hat's erwischt. Der kommt jetzt da von der 15. Position. Hat nur noch Klaus Scheller hinter sich. Da hatte sich jemand verbremst. Streng im Duell mit Kohlsche. Also, Start 2 wieder mal etwas. Ja, brisanter und jetzt haben wir Streng, der geht weit raus mit dem Golf, kann es gerade noch halten, kommt direkt vor Palenberg raus. Palenberg auf 8, Rotert auf 9, Schlabe sind wir schon auf der 10. Position und guter Start auch von Thomas Engler, der da profitieren kann, genauso wie Stefan Kusch, die jetzt hier im zweiten Durchgang nach vorne brechen wollen. Eller jetzt sogar auf der 16. Position, der wird das Feld von hinten aufholen. So, Schlabe gegen Rotert. Also für Uwe Schlabe soll es auch nochmal den gelungenen Abschluss geben. Während wir ganz vorne an der Spitze die Situation gleich haben, dass Wankel vorbeigegangen ist an Schlehecker. Ah, oh, und Uwe Schlabe, der kämpft hier mit dem MG etwas, fährt da etwas weiter außen an. Rotert ist da innen. Ah, das ist immer etwas schwierig mit Sachen Unfall von hinten dann drauffahren. Aber das passiert momentan noch nicht. Wir schauen nach vorne. Unser Spitzenreiter nach Durchgang 1. Das ist der Mann, der von Platz 2 gestartet ist. Das ist Michael Dormann. Dahinter dann Jascha Wankel mit dem Alpha. Richtig stark unterwegs. Dann haben wir Schlehecker Kiesel. Ja, die haben ihre Positionen etwa halten können. Kiesel setzt sich da gleich neben Schlehecker auf die 4. Position. Dann haben wir Kohlsche vor Fredersdorf. David Streng jetzt auf der 7. Position. Auch der wird versuchen, da so weit es geht nach vorne zu kommen. Und ja, vielleicht irgendwo hoffen. Ui, da ist einer richtig gerade ausgeschossen. Wer ist es denn? Uwe Schlabe hat sich da mehrortsmäßig verbremst. Muss jetzt aufpassen, dass er da keinen Unsafe Release macht. Und Andi Eller. Andi Eller zeigt wieder seine komplette Klasse mit dem Peugeot. Jetzt schon wieder 4 Positionen gut gemacht, auf die 12 vorgekommen. Also der weiß, wie man das TCR-Fahrzeug bewegt. Ja, auch, wie gesagt, schon einige Jahre mit dabei. Regelmäßig am Start. Und wir haben jetzt Kiesel gegen Schlehecker. Da geht es um die 3. Position. Ja, auch das ein Ex-Meister. Da haben wir jetzt insgesamt 3 im Feld. Eben mit Kiesel, mit Eller, mit Dormann, die das ganze Ding schon mal gewonnen haben. Der amtierende Meister der Tourenwagen Trophy heißt Daniel Antis. Der ist nicht mit am Start. War nur in Barcelona City zu Gast und Michael Dormann mit der schnellsten Runde. Dormann und Wankel, die setzen sich jetzt auch etwas ab, weil natürlich Kiesel und Schlehecker im Zweikampf fahren. Ja, 1,3 Sekunden, aber wie gesagt, ein Michael Kiesel, der kann das Ding wieder zufahren. Der weiß, wie man mit dem Schiff hier umgeht. Und einer, der eher auch für Verhohe sorgt, das ist Moritz Fredersdorf. Kohlsche, Streng und Palenberg, dann haben wir leichten Abstand. Das da hinten, das ist das Auto mit der 64, das ist Klaus Scheller. Mit dem Apple Golf. Ich weiß gar nicht, ob das vom Logo her so in Ordnung ist. Das ist auf jeden Fall eine alte Apple-Lackierung, auch aus den 80ern. Ja, da läuft der erste TCR-Event noch nicht ganz nach Maß für Klaus Scheller, aber auch da wird er sicherlich mit zurückkommen. Vorne weiterhin der Golf mit Dormann. Wir sehen Angriff von Fredersdorf auf Werner Schlehecker. Geht da innen durch, dann Kohlsche, Streng und Palenberg. Da ist es ganz eng in dieser Gruppe und Werner Schlehecker früh in die Box gegangen. Und Palenberg geht jetzt vorbei an David Streng. Sauber raus beschleunigt hier aus der letzten Kurve. Spät auf der Bremse, etwas untersteuern. Oh, da muss der Teamkollege auch aufpassen. Aber Stand jetzt wäre es der Triumph für Palenberg im Gesamtklassement. Wir schauen auf die Startnummer 60. Das ist Thomas Engler, der hier gegen Stefan Kusch kämpft. Und die beiden sind auch nicht wirklich weit weg vom Rest des Feldes. Und Engler, das ist der Vorteil des Frontlers. Wenn du dich da mal verbremst, da kommst du schnell wieder raus. Und wir sehen Andi Eller, der das sofort ausnutzen kann mit dem Peugeot. Ja, der hat wirklich
der kommt hier richtig gut zurecht. Jetzt den Ausgang etwas verpasst, hat dafür, ja, ich sag mal, Ende der Geraden wahrscheinlich etwas mehr Schwung als Engler, der da innen fahren muss. Da sehen wir noch Schlabe und Wenk und Stiegelmeier, Schlehecker und Scheller. Die sind jetzt etwas zurückgefallen. Schlehecker ja schon in der Box gewesen. Stiegelmeier 5,7 Sekunden hinter Andreas Wenk. So. Außenrum, Andi Eller probiert's da mit dem Peugeot. Aber wie gesagt, hier wird auch ordentlich gekämpft. Schnelle Rundenzeiten von Andi Eller. Nicht umsonst schneller, schneller Andi Eller genannt. Prinz Andi von Bayern. Auch den könnte ich mir vorstellen, dass wir den in Sachen BTCC sehen, wenn es dann mit dem 320i STW wieder ins Rennen geht. Das Ganze, glaube ich, mit 9.7. ist das erste Datum, wo gefahren wird. Aber Eller tut sich hier momentan noch schwer, ein Engler. Vielleicht auch da ein früher Boxenstopp ratsam. Es ist viel Zeit und die Reifen machen da auch mal eine Tour über 16, 17 Minuten mit. Legt sich den Gegner zurecht, Andi Eller auch einer der ganz, ganz fairen. Also nie irgendwie aufgefallen durch irgendwelche Manöver oder Unfälle oder ähnliches, sondern sehr, sehr fair unterwegs. So, Wankel gegen Kiesel. Da geht es aktuell um den zweiten Platz. Die hatten wir auch im ersten Durchgang, die beiden schon mal. Und Kohlsche ist vorbei oder wieder vorbei an David Streng. Palmberg mittlerweile Fünfter. Also Kohlsche verteidigt da mit dem Astra auf Biegen und Brechen. Auch hier etwas zu aggressiv in dieser ersten Schikane. Rotert, der geht es gemächlicher an auf der achten Position. Auch da vielleicht ein früher Stopp vom Vorteil. So, Uwe Schlabe ist zurückgefallen auf die 16. Position. 1,25 bzw. 1,39. Also ich gehe davon aus, dass der jetzt auch schon in der Box war. Ja, es muss von der Zeit her auch hinhauen. 1,39, 3,37. Der MG, wieder früher Stopp von Uwe Schlabe, die Strategie, die auch Werner Schlehecker geht, und der ist auch nicht weit vorne dran. Der ist gerade knapp vor Klaus Scheller. So, jetzt ist Rotert. Oder wurde uns gerade mal als Neunter gemeldet. Das war allerdings mal wieder ein kleines Malheur von unserem Tower. Aber auch schöner Dreierzug. Geht bis auf die Startphase relativ fair zu, muss man jedenfalls sagen. Eller ist jetzt vorbeigegangen auf die 10. Position, jagt jetzt Kusch. Und jetzt ist Streng vorbei an Kohlsche, beziehungsweise auch Rotert, weil Kohlsche in die Box fährt. Also, der Cliff Astra jetzt an der Box, Startnummer 8 ist drin und auch Eller schlupft da vorbei. Freddersdorf gegen Palenberg. Das ist eine ganz interessante Geschichte und vorne sehe ich, dass Wankel, Kiesel, dass die zwei sich jetzt im Austausch haben und Kiesel ist da vorbei mit dem Elandra. Also, Michael Kiesel, Rennen 2, läuft dann deutlich besser. Und hinten, da gehen wir direkt in den nächsten Zweikampf. Palenberg verteidigt da, oder beziehungsweise möchte vorbei an Freddersdorf. Freddersdorf ist derjenige, der hier die Türen zumacht, wo es nur geht. Vielleicht auch die Möglichkeit für Streng und Rotert jetzt ranzufahren. Jetzt geht es auf diese lange, lange Gerade. Wie gesagt, da fahren die Autos mal voll aus, rund um die 254 Stundenkilometer Spitze. Da wird sich auch wahrscheinlich nicht wirklich viel an der Leistung ändern. Also normalerweise der TCR ungefähr bei 260, dass der abriegelt. Da sind wir jetzt mit den Modellen nicht weit weg. So, Freddersdorf lässt eine kleine Lücke beim Anbremsen, beziehungsweise fährt hier eine etwas andere Linie. Und kommt in der Schikane nicht ganz so gut raus. Palenberg ist da dran. Andi Eller, 1,18,4. Der fliegt mit dem Peugeot ran an die nächsten Gegner. So, Simone Stiegelmeier aktuell in der Box, die war gerade eben 12. Also, wie gesagt, geht weiter aufwärts für Simone mit dem Orchideenauto.
Klaus Scheller jetzt auf der 13. Position. Uwe Schlabe, auch der kommt mit 1.18.9. Aber wie gesagt, diese Taktik mit dem frühen Stopp könnte da hilfreich sein, weil hat freie Fahrt. Und hier vorne, wir sehen es, da ist Verkehr bei Fredersdorf. Und auch Streng und Rotert, die machen da gemeinsame Sache, die beiden Franken. Die fahren da schön die Lücke zu und auch die Lücke zwischen Fredersdorf und Wankel beträgt nur 2,2 Sekunden. Das Rennen ist jetzt auch schon wieder gute 10 Minuten alt. Und jetzt die Möglichkeit für Palenberg vorbeizufahren mit dem MG am Audi RS3 LMS. Aber ja, später Bremspunkt von Fredersdorf. Muss sich da ein wenig an die eigene Nase fassen, sitzt jetzt hinter dem MG. Was aber nicht heißt, dass da gleich der Gegenangriff kommen könnte. Ja, zieht da schon raus, zeigt sich da schon. Und Streng, Rotert sind jetzt auch dran. Also das Kämpfen mit den Tourenwagen kostet relativ viel Zeit, wenn man sich da uneinig ist, wie es läuft. So, währenddessen kann ich euch sagen, Europameisterschaft Holland gegen Frankreich oder Niederlande gegen Frankreich. Weiterhin 0-0, das Ganze nach 30 Minuten. Also auch der Fußball-Live-Ticker funktioniert hier. So, jetzt ist Fredersdorf im Windschatten von Palenberg. Das ist ein schönes Duell. Hinten sehen wir dann auch gleich Kusch gegen Eller. Palenberg, ja, der hat keinen Windschatten vor sich. Da brauchst du auch keinen DRS oder ähnliches, sondern da haben wir Fredersdorf, der sich jetzt hier sauber wieder durchsetzt. Palenberg möchte die Innenseite ausnutzen und auch Streng ist jetzt mit dran. Da bleiben wir noch ganz kurz drauf. Aber man lässt sich da Platz. Ja, da gibt es die Flashlights, weil die Jungs wissen, okay, der Streng möchte mitspielen. Und auch Rotert ist da. Was wir machen, Andi Eller, der ist vorbei an Kusch, weil Stefan Kusch abgebogen ist Richtung Boxenstraße. Geht da jetzt auch wieder raus, wird sich da auch auf voraussichtlich 11. Position einreihen. Wobei, er hat noch ein paar Meter. Hat noch ein paar Meter bis zur Boxenausfahrt, die nehmen wir jetzt mal mit. Ob der vor Schlehecker und Scheller rauskommt. Ja, die Porsche-Jungs sind richtig gut unterwegs. So, jetzt darf er wieder beschleunigen. Und dann ist man da erstmal vorbei. Also die Taktik von Schlehecker mit dem frühen Stopp erstmal aufgegangen. Dahinter dann aber auch schon Kohlsche und Uwe Schlabe in Schlagdistanz. Also das wird hier auch nochmal ein ganz, ganz enges Grüppchen. Hälfte des Rennens mittlerweile durch. Noch 12 Minuten Restdistanz. Und Kusch geht da wieder vorbei an Scheller. Wo ist Scheller? Da mit dem Golf. Also auch da die besseren Zeiten mittlerweile unter 1.20 für Klaus Scheller. Man findet langsam mit dem Front lieber zurecht. Und jetzt ist auch Streng vorbei an Fredersdorf. Palenberg biegt ab in die Box und Streng macht das Gleiche. Und auch Fredersdorf, da ist jetzt richtig Betrieb. Auch Rotert zieht rein. Mal schauen, wie die Stops vonstatten gehen. Auch Wankel in der Box mit dem Alpha. Das ist aber der Erste, der gleich wieder rausziehen wird. Wir bleiben kurz drauf hier in der Boxengasse. Da kommt auch Engler hinten. Aktuell auf der 9. Position. So, der Alpha ist der Erste, der wieder wegfährt. Der war gerade auf der 3. Position unterwegs. Dann Fredersdorf mit einem guten Stopp, auch David Streng. Oh, und schaut es euch an, Streng, oh, da ist, was ist hier denn los? Fredersdorf, Streng, Palenberg. Oh, und David Streng zieht da innen vorbei. Der muss es aber auch machen, weil sonst klappert es. Stellt sich aber auch hinten wieder an, also da gibt es keine weiteren Untersuchungen. Hat er jetzt keinen Vorteil dadurch gehabt, dass er da die Linie überfahren hat, sondern musste es einfach, weil eben war zu eng. Da sehen wir auch drüber hinweg. Also nicht wirklich der Vorteil für Streng an dieser Stelle. Und Rotert ist der Einzige, der da etwas Zeit verloren hat, aber der wird da gleich wieder ranfahren können. Auch Schlehecker sehen wir da hinten schon und Stefan Kusch. So, und die Dreiergruppe beschäftigt uns gerade richtig. Fredersdorf ist jetzt vorne dran, der hatte wirklich einen sehr, sehr guten Stopp. Ist da super rausgekommen. Vielleicht auch richtig den Gang schon eingelegt gehabt. Wir sehen hinten Stiegelmeier vorbeigegangen an Andreas Wenk. So, was passiert an der Spitze? Ja, die kommt direkt dahinter. Michael und Michael. Michael Dormann vor Michael Kiesel.
Und die wollen da jetzt ganz schnell an die beiden in Position fahrenden Wenk und Stiegelmeier vorbei. Macht da auch fair Platz, Simone Stiegelmeier, weil die natürlich auch weiß, oh, da ist die Spitze. Da gibt es auch dementsprechend, das seht ihr hier zwar nicht, aber der Fahrer bekommt natürlich auch blaue Flaggen. Und Andreas Wenk macht es sauber, nimmt hier den etwas weiteren Weg, bleibt weiterhin vor Stiegelmeier und lässt aber die beiden Michaels fahren. Was macht Andi Eller? Der ist 9,1 Sekunden dahinter, hat aber seinerseits jetzt auch wieder freie Fahrt. Und wir sind wieder zurück, werden wir Wankel auf der 4 noch sehen. Also Wankel wird sich da, wenn er nichts falsch macht, vor den Leuten hier positionieren. Und wieder etwas weit rausgekommen von Fredersdorf. Auch Rotert, gerade angekündigt, ist wieder dran. Fredersdorf muss jetzt Palenberg den Vortritt lassen, aber es kommt die lange Gegengerade und da wird der Audi wieder hinten dran sein, wenn er es denn richtig macht. So, wir sehen die schnellen Richtungswechsel, da hat der etwas längere Audi natürlich seine Probleme. Und jetzt geht es auf die lange Gerade und jetzt geht es wieder rein in den Windschatten. Irritieren lassen, der Tower dreht gerade wieder durch. So, jetzt ist er dran. Jetzt ist er wieder dran. Fredersdorf, kann er sich da ranziehen? An Palenberg, die Lücke lässt der Palenberg auf jeden Fall ein wenig. Da qualmt es ordentlich am MG. Und wer sich jetzt sagt, der Mensch, MG, wir wussten gar nicht, dass das ein TCR ist. Ich habe die Story auch schon ein paar Mal erzählt, aber immer wieder gerne. Auch, das ist eigentlich ein Fahrzeug, was nur in der chinesischen TCR-Serie eingesetzt worden ist. Unter anderem von einem ja, Rob Huff, der ja auch schon mal Tourenwagen-Weltmeister war. Und wir haben das Auto schon länger auf dem Schirm gehabt, weil, ihr seht es nämlich auch, da vorne auf der Windschutzscheibe zwei schöne Wischer sind. Und die wird es auch, wenn sie denn irgendwo funktionieren, dann geben. Und das Auto, ja, wie gesagt, ähnelt dem Elantra, bekommt auch nochmal einen etwas kleineren Reifen als die restlichen, oder beziehungsweise fährt jetzt einen größeren Reifen als die restlichen TCR. Ja, und ist eine geile Kiste. Der hat vor allem innen schon richtig alles digitalisiert. Ist schon richtig, richtig top, was da in dem MG sitzt. So, jetzt haben wir Rotert hinten ganz kurz neben der Strecke. Sven Rotert eingeschlagen, ausgangs der langen Rechts, die hier auf die Gegengerade führt und die Möglichkeit für die beiden Renault Megane von Schlehecker bzw. Stefan Kusch vorbeizugehen. So, jetzt haben wir da vorne Palenberg auf der 5. Position. Fredersdorf kämpft jetzt gerade gegen David Streng. Auch das ist sauber, gibt es leichten Kontakt. Und auch Andi Eller ist schon wieder auf dem Weg nach draußen. Der sieht da auch die Jungs schon. Ja, schaut euch das an, der Andi Eller richtig top unterwegs gewesen, mischt sich da direkt in den Zweikampfhund um Streng und Fredersdorf ein und hat jetzt da auch schon die Innenseite. So, jetzt aufpassen, leichter Kontakt, ja, macht dem Andi Eller nix. Wie gesagt, er ist routiniert, nimmt sich da auch gleich den Audi zur Brust, möchte da vorbei. Oh, und da gibt es den Treffer von Streng. Ja, der geht auch sofort vom Gas, wir sehen es, geht da auch sofort runter, gibt die Flashlights, nichts passiert. Andi Eller weiterhin auf der 6. Position. So, die Stops sind jetzt auch durch. Wir haben 6 Minuten 30 noch zu fahren. Das ist eine richtig schöne Mittelfeldgruppe, wo auch Rotert als 10. wieder mit dran ist. Der Sieger aus Durchgang 1. Wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz nochmal durch, bevor es hier ins Finish dieses Pina Colada Cups geht. Michael Dormann beim Comeback Run hier 13 Runden bisher absolviert auf der Bestposition. Kiesel, dann haben wir das Duell Wankel gegen Palenberg. So, und Wankel muss da dem grünen MG Vortritt lassen, verliert die 3. Position. Jascha Wankel, obwohl er wirklich gut und sauber hier unterwegs ist bisher in diesem Rennen. Also keine Fehler gemacht, aber Palenberg einfach etwas schneller unterwegs. Dann haben wir Fredersdorf, der jetzt natürlich vom Kontakt zwischen Eller und Streng profitiert hat. Die sind allerdings nur unweit hinten dran. Andi Eller auf der 6. Position, beziehungsweise David Streng auf der 7. Dann haben wir Werner Schlehecker und Kusch auf den Positionen auf 8 und 9, Rotert auf der 10 und da hinten sind dann auch schon Kohlsche, Schlabe und ich glaube auch den Thomas Engler habe ich unweit schon gesehen auf der 13. Position. Also man rückt da immer mehr und enger zusammen und es ist ja auch wirklich gut für den Tourenwagensport, zeigt wie eng es dazugehen kann. So, Andi Eller gegen David Streng. Die beiden setzen sich jetzt wieder etwas ab, fahren eine gute Pace
und einigen sich da auch blind und ohne den gleichen Sprachkanal zu stecken auf den gemeinsamen Angriff Richtung Freddersdorf. Könnte aber zeitlich knapp werden, weil der Moritz Freddersdorf auch heute da Top-Rennen fährt und vorne geht es wieder ganz eng zu. Ja, wie gesagt, die Veteranen unter sich, Michael Dormann und der eigentlich noch nicht ganz so alte Michael Kiesel, aber wie gesagt, die sind schon seit 2020, 2021 mit am Start. Jetzt ist Steng vorbeigegangen an Andi Elle. Wird gleich wahrscheinlich der Konter kommen. Oder Elle sagt das auf, mach du die Pace. Ich hänge mich dran. Ja, für Steng, das wird auch nochmal, ja, dürfte reichen für den Vizemeistertitel. Das werden wir gleich im Anschluss sehen, wenn unser Server da schnell genug mitspielt. Zwischen den beiden Meganen, zwischen Stehhecker und Kusch, na, die Stimme versagt leider leicht, geht es da nochmal eng zu. Es ist wieder eine Top-Leistung von beiden. Wie gesagt, einmal Dritter mit Kusch in Sandford Rennen 1, Stehhecker mit Platz 5 im Rennen 2. So, und da stimmen wir jetzt nochmal die letzte Ölung verpassen. Streng gegen Ella auf der Gegengerade. Geht da raus, ganz wild der Peugeot. Ah, der Löwe. Aber bleibt vorne der David Streng. Ja, David Streng, richtig gute Ergebnisse gehabt, die ersten Einzelsiege auch eingefahren. Wie gesagt, auch das ist natürlich für die Jungs wichtig, dass die vorne auch mal die Erfolge feiern können. Und wir haben Debütsiege in Sachen Tourenwagen mit David Streng, mit hier Sven Rothard am heutigen Tag. Das ist wirklich top. Ich musste jetzt mal ganz kurz selber überlegen, ob wir noch jemanden haben. Andi Eller, der hat schon Dutzende Rennen gewonnen. Und vorne haben wir Dormann, der auch schon einige Rennsieger feiern konnte, genauso wie Michael Kiesel, Palenberg. Wie gesagt, auch der gut mit dabei, der wird sich jetzt gleich den Meistertitel holen. 2:33 stehen da noch auf der Uhr, man läuft jetzt da nochmal auf Simone Stiegelmeier. Und in den Cockpits der beiden, da wird jetzt auch gar keine große Hektik sein, sondern die werden ganz ruhig ihr Ding hier durchziehen. Dormann und Kiesel, die wie gesagt ja schon lang genug dabei sind. Simone Stiegelmeier macht da sauber und fair Platz. Wird sich gleich freuen über einen ja, guten Run hier im Palm Beach. Und es sind noch zwei Runden. So, Rothard ist vorbei an Kusch. Sehen wir hier hinten. Da können wir auch nochmal nach hinten geben. Aber auch der Stefan Kusch, der weiß zu kontern. Kolsche gegen Schlabe. Ja, auch die zwei kennen sich. Uwe Schlabe ja auch den Christian Kolsche quasi mit zur RRC gebracht. Und jetzt ist er wieder vorbei. Der Mann mit der 44 mit dem MG. Aber wie gesagt, war jetzt nicht das Rennen. Ist auch nicht sein Auto. Ist normalerweise jemand, der BMW bevorzugt oder Subaru. Aber die waren nicht mit dem Paket dabei für diesen Pinacolada Cup. Ja, alles vor- und angetriebene Fahrzeuge. Werden wir hier jetzt auch nochmal das Duell Streng gegen Eller sehen, die jetzt doch wieder etwas rangekommen sind an Moritz Freddersdorf, der das mit dem Audi aber ganz gut macht. Ja, das ist die sogenannte Balance of Performance bestimmt. Schaut euch nur die ersten 10 an. Da haben wir klar zwei-, dreimal den Renault dabei oder beziehungsweise auch den Volkswagen Golf. Aber eben auch Hyundai, Alfa, Audi, Peugeot. MG schön ausgeglichen. So, David Streng ist schon mal vorbei an Freddersdorf und auch der Andi Eller sieht da kleine Möglichkeiten. Wird da jetzt gleich den Angriff am Ende der Geraden starten. Was macht man vorne? Dormann weiterhin vor Kiesel. Und Rothard ist... Ah, der wartet auf Stefan Kusch. Da gab es die Berührung. Also Sven Rothard, während jetzt Uwe Schlabe da auch nochmal durchrutschen kann. Rothard wartet auf Kusch. Oh, da knallt's! Das war keine Absicht von Christian Kohlsche. Ich glaube, der war überrascht davon,
dass der Sven Rother da so langsam unterwegs war, beziehungsweise Stefan Kusch kommt da leicht raus, verliert das Auto in der Wiese und dann scheppert's. So, jetzt müssen wir nach vorne geben, denn hier vorne ist noch alles möglich. Wir sind auf der letzten Runde hier in Palm Beach. Auch ein Circuit, der relativ gut angekommen ist bei den Fahrern, mal wenig Beschwerden. Da hatten wir im Rahmen dieses Cups ja schon ganz andere Erlebnisse. Und wir sehen auch, wie schnell 5 Wochen vorbeigehen. So, jetzt ist es die letzte Chance für Michael Kiesel, hier durchzukommen. Und holt der Elantra sich tatsächlich noch den Sieg? Das ist möglich. Kiesel ist vorne. Gibt es da noch die Möglichkeit, Verdormann durchzuschlüpfen? Nein. Kiesel mit der letzten Aktion des Rennens. Beziehungsweise jetzt wollen sie es beide. Und Kiesel bleibt vor Dormann. Da wünscht sich jeder für den anderen den Sieg. Und da kommt der Meister des Pina Colada Cups, Matthias Palmberg. Wankel auf 4, Streng auf 5, Eller vor Freddersdorf, den hat er dann auch noch kassiert, auf 6, Schneehecker wird 8er, Schlabe auf der 9, und dann sehen wir Kusch vor Thomas Engler, der sich da auch nochmal die Position geholt hat. Position 11, und da kommt Sven Rother, ja, wie gesagt, der wird zufrieden sein. Der hat seinen ersten Sieg, wird 12er werden, Christian Kohlsche auf der 13, und da kommt auch schon Klaus Scheller. Auf der 14. Position des Rennen 2 lief jetzt etwas besser für Scheller. Ein Ausrutscher war mit dabei. Aber auch jetzt hier über Startziel. Simone Stiegelmeier, die ist schon abgewunken worden. Fehlt uns nur noch Andreas Wenk auf der 15. Position. Aber was für ein Finish. Was für ein unglaubliches Finish. Meine Damen und Herren, hier im zweiten Durchgang von Palm Beach und damit im letzten Rennen des Pina Colada Cup 2024. Ja, das ist der Sieger. Knapp. Ganz knapp. Vor Michael Dormann. Ja, wie gesagt, Kiesel hatte noch abgebremst. Die wollten noch beide gleichzeitig über die Linie fahren. Aber da hat es nicht ganz funktioniert. Dennoch ein Top-Rennen von beiden. Geile Aktion. Und ja, wie gesagt, ich freue mich immer persönlich, wenn die Jungs mit am Start sind. So, jetzt sehen wir nochmal in aller Ruhe das Endklassement. Und schaut euch mal an, wie minimal knapp das war. Absolut unglaublich. Kiesel vor Dormann und Palenberg. Jascha Wankel auf der 4. David Streng, Andi Eller, Moritz Freddersdorf, guter 7. Werner Schlehecker auf der 8. Uwe Schlabe und Stefan Kusch. Das sind die Top 10. Engler, Rothart, Kohlsche, Scheller, Wenk und Stiegelmeier. Das sind nochmal die Positionen 11 bis 16. So, jetzt sind wir auch schon am Ende, liebe Freunde. Es war ein wunderbarer Pina Colada Cup. Also wie gesagt, mir hat er jetzt nicht ganz so viel Freude bereitet, bin ich so ehrlich. Ja. Waren gute Rennen mit dabei, dann auch wieder schlechte. Aber so schnell, wie gesagt, wir haben Mitte Mai angefangen, oder ich glaube, ja, Mitte Mai war es. So schnell sind einfach mal 4-5 Wochen rum. Und ja, viel, viel Spaß gemacht. Viele neue Fahrer gesehen, die die Möglichkeit hatten, hier viele Kilometer zu sammeln. Und ja, wie geht's jetzt weiter? Also wie gesagt, gerne unseren Discord-Kanal verfolgen. Nächstes Event, also wir werden definitiv noch so ein paar Streams zwischendurch machen. Nächstes Event wird dann sein am 9.7. der Auftakt zu diesen 3 BTCC-Rennen vom MSC Wahlscheid mit eben den BTCC-STW-Autos, also den Autos, die da Mitte der 90er gefahren worden sind. Das Ganze wird fertiggestellt. Vielleicht nehme ich euch da am Wochenende auch mal mit, quasi rein in die Konfigurationsarbeit, also da wird ja auch der BOP mit ausgefahren und ähnliches, wird top. Wir konnten uns nicht einigen, haben uns beide gebremst, super. Es war ein klasse Finish, war top, Michael, also da großen Respekt. Ja, wie gesagt, Juli ist dennoch immer wieder mal so vollgepackt, es wird auch nochmal ein Testrennen geben, ich glaube sogar nächsten Freitag. Da, wie gesagt, geht es auch so ein bisschen um die klassischen Tourenwagen. Und mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen, außer vielen Dank an alle Fahrer, vielen Dank an alle Zuschauer, die mit dabei waren. Wie gesagt, ich werde versuchen, euch etwas zu entertainen in den nächsten Wochen, trotz Europameisterschaft und allem, was da anfällt. Und ja, große Freude meinerseits. Ich freue mich auf die neue Tourenwagen-Generation. Und mehr möchte ich auch gar nicht sagen, wie gesagt. Es ist schön, ich freue mich über alle Fahrer, die neu mit dabei sind. Und auch dabei bleiben. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, schönen restlichen Freitagabend, viel Spaß beim Fußballschauen. Ich schicke euch jetzt dann gleich noch zu irgendjemandem weiter, der wahrscheinlich irgendwas mit Rennsport macht. Ich sage dennoch danke fürs Zuschauen. Macht's gut, euer Chris. So, wo ist die Musik? Da ist sie.
alle Fahrer bekommen natürlich auch